Willkommen bei Ghost TV, liebe Leute. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute mal über unsere Weihnachtsmärkte sprechen und wie wir uns da in Zukunft zu verhalten haben. Wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran. Und wenn ihr die Informationen hinterher hilfreich fandet, lasst ein Like und ein Abo da. Ja, unsere Frau Faeser fordert ein rigoroses Durchsetzen des Messerverbots auf Weihnachtsmärkten. Wir wussten, dass das kommt. Es ist ja auch nichts Neues. Ja, das ganze Thema ist ja schon ein paar Tage alt. Bußgelder bis zu 10.000 Euro sollen verhängt werden. Und ja, Frau Faeser fordert, wie gesagt, eine Null-Toleranz-Strategie. Die Polizei hat schon angekündigt, dass das so in der Form nicht machbar ist. Es kann nicht jeder Besucher auf jedem Weihnachtsmarkt überprüft werden. Aber wer die Medien verfolgt hat, der konnte in einigen Berichten, in den Nachrichten, zwei, drei Szenen sehen, wo man erkennen konnte, wie das Ganze abläuft. Das kommt also von einer ganz normalen Taschenkontrolle, so nach dem Motto, ja, darf ich mal in Ihre Handtasche sehen, bis zu dem Spruch, eine Personenüberprüfung, wir überprüfen das Mitführen von Messern, drehen Sie sich doch bitte mal um, spreizen die Beine und lehnen sich an die Wand. Ja, ich musste auch grinsen, als ich das gesehen habe. Das war, glaube ich, irgendwo in Dresden in der Ecke. Ich musste schmunzeln, weil ich kann sowas eigentlich nicht ernst nehmen. Man hat auch gemerkt, dass die Polizisten da relativ unsicher bei der Sache waren. Aber kurioserweise habe ich das Ding einmal gesehen, danach noch ein, zweimal im Netz, aber dann war es auch relativ schnell wieder verschwunden. Ich denke mal, da gibt es wohl Gründe für. Es sei auch dahingestellt, in welcher Form die ganze Sache durchgeführt wird. Ich finde es einfach nur bedenklich, dass wir jetzt eben vor die Wahl gestellt werden. Und da dürfen wir uns eigentlich gar nicht drüber wundern, weil man hat es kommen sehen. Die Auswirkung, die sehen wir jetzt. Und es ist traurig, dass wir uns jetzt eben überlegen müssen, gehe ich zum Weihnachtsmarkt, gehe ich nicht zum Weihnachtsmarkt, nehme ich mein Werkzeug mit und gehe das Risiko ein oder lasse ich es zu Hause und lasse mich dann in der Form soweit regulieren. Aber was mache ich letztendlich, wenn ich generell unterwegs bin und spontan mal über den Weihnachtsmarkt möchte oder muss, um von A nach B zu kommen, habe aber eben mein Werkzeug in der Tasche. Wie verhalte ich mich richtig? Das ist eine Frage, die eigentlich jeder für sich selber beantworten muss und wo jeder wieder selber verantwortlich ist. Aber ich finde es eben mehr als bedenklich, dass es so weit kommen musste letztendlich. Ein Sicherheitsgewinn, brauchen wir nicht drüber reden, den wird es dadurch nicht geben und es wird auch keine Amoktat verhindert dadurch. Aber hier sehen wir erst einmal die direkten Auswirkungen auf unsere, ich sage es jetzt mal, Freiheit, tun und lassen zu können, was wir möchten. Ja, natürlich im Rahmen des Waffenrechts. Aber hier sieht man zum ersten Mal, inwieweit wir da wirklich eingeschränkt werden. Und mich würde einfach mal interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Zu welcher Gruppe gehört ihr? Seid ihr eher jemand, der sagt, okay, dann füge ich mich der ganzen Geschichte, mir bleibt ja nichts anderes über. Ich achte jetzt in Zukunft immer darauf, dass wenn ich solche Orte besuche, dass ich das Messer auch aus der Tasche tue. Oder sagt ihr, wie manch einer aus den Interviews im Fernsehen, ich habe immer mein kleines Zweihandmesser, mein Schweizer Taschenmesser mit und das mache ich auch in Zukunft. Wenn sie mich erwischen, ja mein Gott, dann wird es so schlimm schon nicht werden. Oder gehört ihr zu der Personengruppe, dass ihr sagt, ich gehe erst gar nicht mehr auf solche Veranstaltungen, weil ich will das Risiko nicht eingehen, ich will aber auch mein Messer nicht zu Hause lassen. Ich für meinen Teil mache mir da mittlerweile Gedanken drüber, wie ich das Ganze in Zukunft handhaben will. Ja, und wir wollen mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, dass wir vielleicht Licht am Ende des Tunnels sehen, wenn der 23. Februar ins Haus steht und die Neuwahlen vor der Tür. Vielleicht haben wir da nochmal die Chance, irgendetwas zu ändern. Auch dazu würde ich mich freuen, wenn ihr eure Meinung mal in die Kommentare schreibt. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Wie gesagt, wie geht ihr mit dem Thema um? Was sagt ihr dazu? Habt ihr da schon Erfahrungen vielleicht in den letzten Tagen gemacht in dieser Hinsicht? Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.